Früh am Morgen macht sich Familienvater Tahsin auf den Weg zu seiner ersten Arbeitsstelle des Tages. Seine Partnerin und die zwei Söhne schlafen noch. Ja, jetzt geht's dann in die erste Arbeit, also in die normale Arbeit nach Kinding. Zum Stapler fahren und LKW beladen und abladen. Heute wird es wieder ein eng geplanter Tag. Der 42-Jährige ist gelernte Fachkraft für Metalltechnik. Trotz Aus- und Weiterbildung findet er keine Festanstellung in seinem erlernten Beruf. Er gehört zu den über 3 Millionen Multijobbern in Deutschland. Wie wenig Geld Tahsin bei seiner 70-Stunden-Woche übrig bleibt, weiß seine Lebenspartnerin Manuela. Rein für Lebensmittel zur Verfügung habe ich 300 Euro maximal im Monat. Für alle? Für alle, ja. Ja, den Tahsin verdient in seinem Hauptjob 1.200 Euro netto. Mit weiteren Jobs verdienen beide noch hinzu. Trotzdem fehlt der Familie oft das Geld für fällige Rechnungen. Peinlich ist es auf alle Fälle, aber ich kann es halt nicht ändern. Bevor ich jetzt gar nicht bezahle, rufe ich lieber an und schaue nach einem Ausweg oder nach einer Möglichkeit, wie man das halt dann am schnellstmöglichsten überweisen und dann vom Tisch wieder bekommen. Manuela spart, wo sie nur kann. Ich gehe seit 2 Jahren gezielt in die Kleiderkammer. Hallo. Hallo. Also schämen tue ich mich jetzt nicht dafür. Die ganze Familie wird in der Kleiderkammer eingedeckt. Gegen einen freiwilligen Spendenbetrag kann jeder das Angebot nutzen. Die Kleiderkammer nutzen vor allen Dingen Mütter, Familien, natürlich auch Flüchtlinge, Alleinerziehende. Also es vom Alter her ist gemischt. Ich schaue jetzt mal für mich. Ja, such da was Schönes aus. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung ist fast jeder 10. Berufstätige in Deutschland armutsgefährdet. Die Caritas-Verbände berichten, dass immer mehr berufstätige Menschen ihre Angebote wie die Kleiderkammer nutzen. Sagen wir mal so, für das, dass wir so viele Arbeitsstellen haben, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für das sind wir arm. Aber wir können normal leben. Wie gesagt, ich spare ja. Mit den Anzusachen und ich schaue schon auch Lebensmittel, wo ich die einkaufe, schaue auf Angebote. Also wir haben schon, der Kühlschrank ist voll, alles ist bezahlt, aber wir würden halt doch gerne sagen können, ach, mal in Urlaub fahren. Ist halt nicht drin. Ja. Ja. Ah. Oh. Oh. Schau mal, mein Teufel, was wir für dich haben. Eine Badehose. Ha? Das ist meine neue Badehose. Schön, oder? Fürs Meer. Fürs Meer? Ja. Okay. Wo hast du das Meer gesehen? Ich weiß nicht. In den Büchern, ha? Ja. Komm rein, bis zum Sommer passt du bestimmt rein. Knapp 2.000 Euro netto verdienen Tahsin und Manuela mit insgesamt 4 Jobs. Ein Beispiel, das für viele steht. Markus Tönnian ist bei uns, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Woran liegt das, dass wir momentan in Deutschland offenbar diesen Trend in Richtung mehrere Jobs haben? Warum reicht ein Einzelner oft nicht mehr zum Leben? Ja, ein grundsätzliches Thema ist natürlich, dass das Geld einfach nicht reicht. Weil die Kosten, die letztlich für höhere Mieten etc. zu zahlen sind, sind in den vergangenen Jahren nicht so entsprechend angepasst worden, wie es durch Mietpreisbremse oder Ähnliches passiert, im Vergleich zu den Löhnen, die natürlich für die Menschen da nicht in der Größe gewachsen sind. Also die Löhne wachsen einfach zu wenig und auf der anderen Seite hört man immer mehr von Unternehmen, die nicht einen Vollzeitmitarbeiter beschäftigen, sondern diesen einen Job in mehrere kleine Portionen auf verschiedene Menschen aufteilen. Warum machen das Unternehmen? Das ermöglicht den Unternehmen eine größere Flexibilität.
Das heißt, in Spitzen, wo tatsächlich viele Arbeitskräfte benötigt werden, können dort flexibler Mitarbeiter zusätzlich eingestellt werden. Wenn dann entsprechend weniger Arbeit benötigt wird, können die dann auch schneller entsprechend wieder zurückkehren bzw. Ihren Arbeitsplatz dort dann auch schneller verlieren. Ja, jetzt muss man ja sagen, sagt der Laie, vielleicht ist doch wurscht, ob ich jetzt einen Job in einem Unternehmen mache oder diese Arbeit auf mehrere Unternehmen und mehrere Jobs aufteile. Das ist vielleicht möglich. Also rechtlich hat der Arbeitgeber damit überhaupt kein Problem. Der Arbeitgeber kann frei entscheiden, ob er sagt, ich lasse die Arbeit durch eine Person oder durch drei Personen machen. Da ist er völlig frei und da ist er an keine gesetzlichen Vorgaben gebunden. Ja, für die Person selber hat es natürlich dann Auswirkungen. Für die Person selber schon. Es ist da letztlich finanziell mit einem Hauptjob und einem Nebenjob möglich, zusätzlich Geld zu verdienen, wobei der Nebenjob dort steuerlich deutlich begünstigt wird. Was heißt denn das auch versicherungstechnisch? Ist dann, wenn man mehrere Jobs hat, ein Arbeitgeber sozusagen derjenige, der mich auch krankenversichert und die anderen müssen dann gar nichts mehr bezahlen oder wie läuft das? Also man ist über den Hauptjob ist man natürlich versichert. Und über den Nebenjob ist es dann so, dass dort über die Minijobzentrale die Anmeldung erfolgt und da muss sich der Arbeitnehmer um nichts kümmern. Ja, und wie läuft das steuerlich? Steuerlich wird das pauschal versteuert, über 2%. Und das ist für den Arbeitnehmer von Vorteil, weil dort mehr netto bleibt. Ja, und wenn man keinen Minijob als Nebenjob macht, sondern einen normalen Job, wie läuft es dann? Über den normalen Steuersatz. Also das heißt, das ist dann der normale Steuersatz, den ich habe. Die eine Lohnsteuerkarte habe ich da und die andere ist ja im Prinzip eine virtuelle Steuerkarte, die liegt dann eben beim anderen Job. Genau. Muss mein Arbeitgeber des ersten Jobs diese Nebenjobs alle genehmigen oder kann ich mir die frei aussuchen? Also grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht dazu mal gesagt, es steht jedem Arbeitnehmer frei, sein Leben so zu gestalten, wie er es mit der Arbeit entsprechend in Verbindung bringen kann. Das heißt, grundsätzlich kann der Arbeitnehmer sagen, ich möchte einen zusätzlichen Job haben. Es ist an der Stelle ist es so, dass entsprechend der Hauptarbeitgeber informiert werden muss und er dort grundsätzlich auch die Genehmigung zu erteilen hat. Schriftlich, per E-Mail oder reicht es telefonisch oder per Handschlag? Also es gibt da keine entsprechende Formvorgabe. Es ist da aber von Vorteil, wenn entsprechend das per E-Mail schriftlich in der Form erfolgt. Weil nachher, wenn es Streit geben sollte, ist es immer die Frage, kann man es beweisen oder nicht. Gibt es denn einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung, wenn ich längere Zeit teilzeitmäßig in der Firma war? Nein, den gibt es nicht. Also der Gesetzgeber möchte das im Jahr 2019 ändern. Es gibt ein Vorhaben, dass das für 2019 entsprechend geregelt werden soll. Dort soll dann auch ein Anspruch auf Vollzeit ins Gesetz aufgenommen werden. Momentan ist es so, dass nur ein Anspruch auf Teilzeit besteht. Es gibt die Ausnahme über die Elternzeit, aber ansonsten gibt es keinen derartigen Anspruch. Ja. Der Alltag der Multijobber, heute Abend großes Thema bei den Kollegen von 37 Grad. Alles Wichtige zum Thema, wenn Sie auch Multijobber sind oder werden wollen, auch bei uns im Netz unter vollekanne.zf.de. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Und so geht's weiter.